Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 Video, in dem ich mir mal mit euch alle vier neuen DLC-Spezies anschauen möchte vom Malta-DLC und auch die neuen Skins und Varianten. Das ist jetzt der Atrociraptor. Da gibt es richtig viele verschiedene Skinfarben und auch vier Filmskins. Ich glaube, das hier ist einer davon. Ja, das ist der Panther-Skin. Ich zeige euch gleich aber auch noch den Squad aus dem Film quasi. Also die vier Skins aus dem Film. Das hier ist die Sozialisieren-Animation. Das sind übrigens jetzt die vier Filmraptoren. Der weiße hier, das ist glaube ich Ghost, ne? Ja, Geist. Gehen wir mal zum nächsten über. Da haben wir Panther, den haben wir gerade schon gesehen. Dann haben wir den roten. Ich glaube, der sozialisiert sich jetzt auch einmal. Oder auch nicht. Ach doch, mit dem da. Und dann haben wir zu guter Letzt auch noch den Tiger-Skin. Finde ich schon mal richtig cool, die Filmskins. Und der Atrociraptor hat natürlich auch richtig coole Animationen bekommen. Das hier ist jetzt die Animation, wenn er die Ziege legt. Und das ist echt cool, wie er die noch so hält am Hals. Aber der hat auch viele Animationen, die ähnlich sind, wie der Velociraptor zum Beispiel. Einmal gucken wir uns das noch an. Das finde ich so cool, wie er die hält. Und dann legt er die ab. Und dann kann gefressen werden. Auch die anderen drei neuen Spezies kann er halt erlegen. Das ist jetzt hier der Oviraptor. Den Morus, der läuft da vorne, der ist ganz, ganz klein. Das ist aber, glaube ich, die gleiche Animation wie bei dem Kompi. Und den Angriff gegen den Lystrosaurus finde ich besonders cool. Wie er ihn einfach so wegwirft. Aber ist auch cool, er springt halt so über den rüber und der Lystro erschreckt sich voll. Wir können uns das nochmal angucken. Diesmal mal aus der Sicht von dem Lystro. Schaut gleich mal, wie sich der Lystro erschreckt, wenn er rüber springt. Der rutscht sogar aus. Dann wird er einfach weggeworfen. Und jetzt kommt gleich die Animation, die ich mit am coolsten finde. Wenn er es denn über den Zaun schafft. Also die Animation, wie er darüber klettert, ist es nicht. Und natürlich verkackt er jetzt. Das gibt's doch nicht. Komm, einer von den beiden wird es jetzt ja wohl schaffen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mache ich halt einfach den Zaun weg. Ich wollte euch nämlich diese Animation hier zeigen. Die ist mega gut, die Animation. Also ich finde es erstmal richtig cool, das könnt ihr gleich mal drauf achten. Der slidet gleich erstmal so vor den Menschen. Dann erschreckt sich der Mensch kurz. Dann streckt er so die Hand aus wie Owen Grady. Dann denkt er so, oh, ich kann ihn sehen wie im Film. Oder ich kann ihn so kontrollieren wie im Film. Und dann realisiert er, dass es nicht so ist. Kurze Freude. Und dann der schnelle Tod. Ja, ich liebe die Animation, die ist mega. Ein letztes Mal geben wir uns die noch. Und dann schauen wir uns im Species Viewer nochmal schnell die Hautfarben an. Hier gibt es richtig viele Hautfarben. Ich gehe die mal einmal schnell durch. Ich kann euch leider jetzt nicht jede Kombination zeigen, weil dazu gibt es ja auch noch die Muster. Und das ergibt halt insgesamt richtig viele Skin-Kombinationen. Aber die Hautfarben habt ihr jetzt hier schon mal gesehen. Die vier Filmskins, die habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Brauche ich jetzt, glaube ich, euch nicht mehr groß zeigen.
Aber wir können hier nochmal zurückgehen, denn man kann hier auch das Muster noch auswählen. Aber man kann auch ohne Muster machen. Aber ich finde, der sieht eigentlich schon ganz gut aus. Da kann man viele coole Skins machen. Also ich denke mal, ihr habt jetzt die Vielfalt gesehen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten DLC-Dinosaurier. Das ist so süß. Wie die da rausgelaufen kommen, ist so mega gut. Das ist der Lystrosaurus, der neue. Der hat übrigens ganz kleine, süße... Ah, man sieht's kaum. Der hat auf jeden Fall hier so süße Augenbrauen. Der ist auch winzig. Wie süß der auch läuft. Das ist echt mega niedlich. Und jetzt kommt die Sozialisieren-Animation, die ist auch richtig cool. Der hier stößt jetzt gleich den anderen um. Und dann bleibt er auch so cool da stehen und der andere stützt sich mit dem Bein so ab. Jetzt ist das Bein hier so drauf. Dann streckt er sich. Ich blende jetzt einfach nochmal die ein oder andere Animation ein von dem Lystro. Leider ist es ja bei Pflanzenfressern meistens so, dass die nicht ganz so spannende Animationen haben wie jetzt Fleischfresser, weil Fleischfresser halt immer diese sehr coolen Kill-Animationen haben. Und auch hier schauen wir nochmal in den Species Viewer. Da haben wir dann einmal den Dominion Skin, den hatten wir glaube ich gerade gesehen. Und hier gibt es auch nochmal richtig viel Variation. Hier ist die verschiedenen Hautfarben. Machen wir mal so einen roten. Und dazu gibt es dann auch noch wieder verschiedene Muster. Rot und Rot finde ich eigentlich ganz cool. Ja, hier kann man sich auch nochmal so ein paar Animationen angucken. Aber ich habe zum Beispiel auch auf meinem Zweitkanal, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung, da habe ich auch noch ein Video, wo ihr nochmal mehr Animationen sehen könnt, als ich jetzt hier in dem Video euch zeige. Wie er sprintet, sieht auch cool aus. Und liegen kann er natürlich auch. Und sich ganz süß rollen. Das habt ihr gerade auch schon gesehen. Und dann haben wir als nächstes den Oviraptor, der auch super klein ist. Das ist echt das DLC mit den winzigsten Dinos. Oviraptor winzig, Lystrosaure winzig. Und der Moros, der gleich auch noch kommt, ist noch kleiner. Findet ihr bei dem Oviraptor auch echt cool, dass der so läuft wie so ein Hühnchen. Und jetzt seht ihr die Sozialisieren-Animation. Die sind so süß verspielt. Ich habe jetzt nochmal pausiert, dann könnt ihr den nochmal von nahen sehen. Ist das jetzt die Filmvariante eigentlich? Ich glaube schon, oder? Ja, das ist jetzt der aus dem Film, der Weiße. Oh, jetzt läuft er gerade schnell. Aber kann er ruhig machen, denn wir können uns nochmal gerne die Animation angucken. Dieser plüschige Schweif dazu. Und das Spannende an dem Oviraptor ist ja auch noch, dass der Fleisch und Pflanzen frisst. Der erste, ist das der erste Omnivore? Ich glaube schon. Ich hoffe, wir sehen jetzt die Animation, wenn die zusammen essen. Nämlich sehr cool. Da werfen die sich so gegenseitig Fleisch zu. Aber leider konnte man es jetzt nicht richtig erkennen, glaube ich, oder? Nee, ich glaube, die haben es gerade einfach nicht gemacht. Ich zeige euch das gleich nochmal, dann seht ihr das. Da wirft der eine Oviraptor dem anderen Fleisch zu und der fängt es nicht richtig. Es geht aber super schnell. Deswegen kann man das leicht übersehen.
haben sie jetzt vor? Achso. Die tanzen. Und der andere frisst im Hintergrund. Ja, die wirken echt sehr lebendig und verspielt. Das mag ich richtig gern. So, hier könnt ihr dann nochmal die Animation sehen, wo die sich was zuwerfen. Und da haben wir den Oviraptor nochmal im Species Viewer. Gehen wir auch schnell die Skins einmal durch. Der hat richtig coole Hautfarben. Oder Fellfarben sind es ja eher. Da gefallen mir einige richtig gut. Kann man richtig bunt machen, wie so ein Papagei. Dann kann man das natürlich auch noch kombinieren hier mit verschiedenen Mustern. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Kann auch ohne Muster machen, dann ist der ganz gelb. Aber den finde ich eigentlich cool. Und dort können wir auch nochmal ganz kurz in diese Animation reingucken. Die ist nämlich auch, glaube ich, echt süß. Wenn die jetzt nur sitzen, ich meine diese hier. Ja, der strampelt nämlich so süß. Die Erde so nach hinten. Und schüttelt sich. Und das hier ist die vierte neue Spezies vom Malta DLC. Und auch die kleinste, das ist der Morus. Morus Intrepidus. Ja, schwieriger Name. Hätten sie auch mal einen einfacheren nehmen können. Der sieht aber auch echt cool aus. Der ist auch gefiedert. Lieb's ja, dass wir momentan so viele Gefiederte kriegen. Man kann da irgendwie gar nicht richtig ranzoomen, weil die so klein sind. Ich kann es euch halt jetzt gerade nur von oben zeigen, aber da seht ihr ganz gut das Fell. Und auch wie schön detailliert der wieder ist. Aber ansonsten komme ich eigentlich nur so da gut ran mit der Kamera. Der Morus teilt sich übrigens viele Animationen mit dem Kompi. Die sind ja auch ungefähr gleich groß. Aber das jetzt gleich ist eine einzigartige Animation, nämlich die Sozialisieren-Animation. Nur kurz warten, bis der Kollege hier angekommen ist. Ich spule mal vor. So, jetzt. Jagt ihn so ein bisschen. Dann stupsen sie sich fast einmal an und dann gehen sie ihre Wege. Oh, die berühren sich sogar, glaube ich, ganz kurz. Voll niedlich. Und jetzt kommen wir zu einer spannenden Neuerung. Nämlich können winzige Fleischfresser, wie jetzt der Morus und der Kompi, mittlerweile Ziegen angreifen und auch Menschen. Fangen jetzt erstmal bei den Ziegen an. Da gibt es auch so Gruppenangriffe. Die sind halt wie bei den Dinosauriern, wenn die einen Pack angreifen, auch immer unterschiedlich. Ziege kann sich auch wehren, mal sehen, ob wir das gleich zum Gesicht bekommen. Ja, okay. Das war jetzt relativ simpel. Da im Hintergrund wurde auch gerade was erlegt. Aber ich denke mal, die Ziege wird gleich auch wieder attackt, weil die sind eigentlich immer relativ aggressiv. Brauchen wir gar keinen Cut setzen hier. Die laufen auf... Oh, da habt ihr es jetzt gesehen. Da hat die Ziege zurückgeschlagen. Die laufen auch teilweise genau unter dem Bauch durch. Das ist ganz cool. Das geht alles sehr, sehr schnell. Oh Gott, ist einfach gestolpert. Aber ist schon cool anzusehen. Und jetzt seht ihr gleich, wie der Morus Menschen angreift. Macht er halt auch im Gruppenangriff. Ich spring den hier immer an allen Seiten. Aua, das sah ganz schön schmerzhaft aus. Da können wir uns gleich nochmal angucken. Da rennt hier direkt wieder los. Wo ist das nächste Ziel? Hier in der Ecke. Oh, oh mein Gott, der hat den gerade voll gegen die Wand geschleudert. Aber seht ihr, der Mensch kann sich halt auch verteidigen. Und auch hier schauen wir dann nochmal in den Species Viewer. Dann könnt ihr ihn nochmal von näher sehen. Das ist jetzt hier die Dominion-Variante.
Und es gibt hier auch viele Fellfarben dann wieder. Ich entscheide mich jetzt mal für das Helle hier. Und dann gibt es da auch noch einige Muster. Oh, das sieht doch gut aus. Dann können wir hier auch nochmal in die Animation reinschauen. Da knabbert er sich so ein bisschen am Fuß. Aber jetzt auch nichts mega Spannendes. War das hier? Oh, die kenne ich noch gar nicht. Schnappt so ein bisschen nach seinem eigenen Schweif. Das hier ist jetzt die neue Allosaurus-Variante aus dem Dominion-Film. Der ist auch von der Körperform ein bisschen anders. Gefällt mir aber richtig gut. Gerade auch hier die Narben im Gesicht sind nice. Ob der jetzt neue Animationen hat oder nicht, habe ich gar nicht getestet. Aber ich denke nicht. Gucken wir doch mal die sozialisierende Animation an. Ja, das dürfte genau die gleiche sein, die er vorher auch hatte, bei der normalen Variante. Und es gibt auch noch eine neue Dimorphodon-Variante. Auch vom Dominion-Film. Der ist wesentlich kleiner als der reguläre Dimorphodon. Ich hoffe, der landet gleich mal daneben. Dann können wir das sehen, den Größenvergleich. Ja, perfekt. Aber jetzt können wir es genau sehen. Also das ist der normale Dimorphodon, den man schon so kannte im Spiel. Und das ist die neue Version, also die ist viel, viel kleiner. Der ist auch gefiedert. Ich denke mal, jetzt könnt ihr es ganz gut sehen. Aber ansonsten... Das hier ist die neue Iguanodon-Variante. Auch von Dominion-Film. Ist der irgendwie größer geworden? Der sieht so riesig aus. Sollen wir mal einen normalen Iguanodon schnell freilassen? Ich wollte euch eh einmal die Skin-Auswahl hier zeigen. Hier kann man nämlich auch... Also hier kann man jetzt das Ganze auswählen. Entweder nennt man die Standard-Skins, die Standard-Variante mit Skins. Oder den 2022er und dann kann man hier die Skins noch auswählen. Hat jetzt, glaube ich, den genommen, genau. Diesen Iguanodon 2022. Aber man kann auch hier wieder viele Hautfarben und sowas machen. Die können wir gleich nochmal im Species Viewer angucken. Oder man kann alles zufällig machen. Aber ich lasse jetzt nochmal schnell einen normalen frei, damit wir den mal als Vergleich sehen. Okay, nee, größer ist der nicht. Der hat nur ganz andere Vorderpfoten, wenn ihr mal guckt. Das ist nicht so breit wie hier. Das ist ja hier richtig Popeye. Ganz viel Spinat gegessen hat der hier, der normale Iguanodon. Unterschied ist, glaube ich, klar erkennbar. So, dann können wir hier die Skins auch nochmal durchgehen. Und jetzt die Hautfarben. Ich mache das jetzt einfach einmal schnell. Ihr seht das ja, ihr könnt ja pausieren oder sowas, wenn ihr das noch genauer sehen wollt. Oh, das sieht aber cool aus hier mit den Flecken. In Gelb. Und zu guter Letzt gibt es auch noch einen neuen Skin. Das ist der 2022 oder auch Demon Kano genannt. Mein neuer Lieblings-Kanotaurus-Skin. Der hat auch so ein abgebrochenes Horn hier oben. Und ich liebe die Farben bei dem und auch die Narben im Gesicht. So, der Kano macht jetzt hier auch eine Pause. Und ich bin jetzt auch fertig mit dem Video. Das waren alle neuen Dinosaurier-Varianten und Skins von dem Malta-DLC. Seid alle im Schatten gerade, so. So sieht man euch besser. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über ein Like freuen, wenn euch das Video gut informiert hat. Und es werden heute auf jeden Fall noch weitere Videos auf dem Kanal folgen, was das Malta-DLC angeht. Da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dort einschaltet. Ich wünsche euch ansonsten jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.